Ja, wir stehen hier also vor dem ersten von Rudolf Steiner entworfenen und realisierten Gebäude. Und dieses Gebäude hat eine Beziehung zu diesem Goethe-Warnum-Bau. Man kann das hier sehr schön nachvollziehen, dass die Fenster an diesem sogenannten Glashaus in Triptychon-Form sind, bei diesen Seitenzylindern. Und diese Form entspricht genau der Form der Fenster im Goethe-Warnum. Von innen wurden Gestelle aufgebaut, in die wurden dann die farbigen Glasscheiben eingespannt und die Künstler haben dann mit Schleifgeräten Motive nach Entwürfen Steiners dort eingeritzt, eingeschliffen. Einer der vielleicht kuriosesten Persönlichkeiten in diesem Glasschleifer-Team war Konstantin Liksky, ein Russe, der 1905 bei der ersten Revolution in Ungnade gefallen war und verbannt wurde nach Sibirien. Und dann gelang ihm von dort aus die Flucht. Er kam dann nach Italien und hörte dann in Italien von dem Tempelbau in Dornach. Und dann setzte er sich aufs Fahrrad und fuhr über die Alpen nach Dornach. Konstantin Liksky hat dann auch an verschiedenen Fenstern mitgeschliffen und sozusagen Schlag 4 legte er sein Werkzeug nieder und eilte zum Bahnhof, um nach Zürich zu fahren, um dort Lenin zu treffen, der dort in der Spiegelgasse ganz nahe bei den Dadaisten sozusagen wohnte. Und da hat Konstantin Liksky dann auch in der Vorbereitung der eigentlichen Revolution dann mitgewirkt und ist dann auch 1917 mit Lenin in dem berühmten sogenannten plombierten Wagen dann durch Deutschland gereist und dann nach Russland, um dort Revolution zu machen. Ja, es war eigentlich ein interessantes Team, sehr widersprüchlich, sehr unterschiedlich in ihrer ganzen künstlerischen Art. Viele von diesen Künstlern waren sehr stark theosophisch noch orientiert, sagen wir auch an dieser theosophischen Kunst, die es damals gab, wo man sehr viel so Sonnenaufgänge und Untergänge und Heilige und so über die Leinwände gleiten sah. Und diese theosophische Malerei sozusagen, die wurde hier auch sozusagen in Glas ein bisschen festgehalten. Für Steiner waren ja die Fenster gedacht eben eigentlich als sozusagen Öffnung eines Gebäudes, jetzt nicht nur nach außen in die äußere Außenwelt, sondern in die geistige Welt hinein. Und der Weg wurde gewiesen auch durch die verschiedenartigen Motive, die dann auf diesen Glasfenstern zur Erscheinung kamen.